Hi Leute, ich bin Anna, willkommen zu einer neuen Folge Sex ABC und heute geht es um X wie Extreme. Beispielsweise können Frauen 163 Mal in der Stunde einen Orgasmus bekommen, Männer hingegen nur 16 Mal. Der kleinste Penis der Welt soll 1 cm lang sein, der größte Penis hingegen 34 cm im irrigierten Zustand. Die Welt ist ganz schön verrückt, aber Gott sei Dank haben wir normale Leute hier, die uns von ihren ganz persönlichen Rekorden erzählen. X wie Extreme. X. Extreme, sehr nice. Oh, da gibt's ja viele. Meine persönlichen Rekorde, ich bin an einem Abend mal 15 Mal gekommen. Das war so krass, also es war... Habe ich bis heute noch nicht verarbeitet, weil ich wie gesagt nicht wusste, dass ich dafür überhaupt in der Lage bin. Aber scheinbar, wie gesagt, wenn man den richtigen Partner hat, funktioniert alles. Mein längstes Mal war, ich war mit dem Mädel 48 Stunden daheim. Und wir haben nur gepoppt. Wir sind nur zum Pipi machen, Pizza bestellt und wieder ins Zimmer. 48, ja. Sexrekord, da fällt mir, ja, Silvester. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr es war, mit meiner Partnerin. Ich wollte es schaffen, Punkt 12, wir haben runtergezählt nachher, Punkt 12 zum Orgasmus zu kommen. Und ich glaube, ich kam da viermal und die kam 28 Mal oder sowas. Das Ding ist, ich bin extrem geil und komme dementsprechend auch oft schnell. Und ich glaube, so mein positiver Rekord ist echt so bei über einer Stunde Sex oder eineinhalb oder zwei Stunden. Aber das ist auch nur machbar, wenn man dann zwischenzeitlich an irgendwas, das klingt zwar doof, aber an irgendwas Ekliges denkt. Die war so eine geile Drecksau, muss ich echt sagen. Ne? Dieser Rekord hat nicht ganz geklappt. Sie ist vorher gekommen. Ich bin dann tatsächlich, wie das Feuerwerk losging, mit dem Feuerwerk, habe rausgeguckt, mit dem Feuerwerk bin ich gekommen. Die war so... Also, die wollen nur Sex haben, ne? 163 Orgasmen pro Stunde. Oh mein Gott. Das sind 163? 163, ich war richtig nah dran. Ich habe mir schon richtig vorgestellt, man kann schon jede halbe Minute kommen, wenn man möchte. 163 Orgasmen in einer Stunde. Boah, wie muss man sich hier als Mann fühlen? Das wäre die Klappe im ganzen Leben noch nicht mal. Das würde ich, glaube ich, gar nicht schaffen. Also, da vibriert doch unten alles von selber weiter. Du brauchst ja gar nicht weitermachen. So viele Orgasmen pro Stunde. Dann Frauen haben noch länger einen Orgasmus, so eine halbe Minute ungefähr. Dann war die ja die ganze Stunde lang am Schreien. Auch geil. Hätte ich auch gern. Ja, ich denke, dass es machbar ist, wenn man die richtige Fantasie, das richtige Spielzeug hat oder seinen Körper so gut kennt, dass man den vielleicht auch mit den Fingern schnell zum Orgasmus bekommt. Ich denke, dass es möglich ist, weil ich, wie gesagt, auch schon ziemlich viele Orgasmen hintereinander hatte. Also 30 bis 35 Stück in einer Stunde, anderthalb sind möglich. Wie das jetzt mit so vielen ist, weiß ich nicht. Vielleicht waren es ganz viele schnelle Orgasmen hintereinander. Wenn ich einen Orgasmus habe, dann ist der auch recht impulsiv und ausgiebig und deswegen wahrscheinlich 35. Ist das noch multipler Orgasmus oder ist das jetzt what the fuck? Ist das möglich? Ist das mal kurz vom Herzinfarkt oder nicht? Ich glaube, ich würde nicht mal mehr einen Ton rauskriegen, so viel wäre das. Und wenn die Frau dann da 163 Orgasmen, also, okay. Als Mann, 16 Orgasmen in einer Stunde, also 16 Mal auch ejakuliert in einer Stunde. Unfassbar. Aber 16 ist auch schon eine ganze Menge, also ist eine, wie sagt man, nicht standfest. Ausdauernder Typ. Hä, weniger als die Frau? 16 pro Stunde? Wieso lebt er noch? Glaube ich nicht. Wow. 16 Orgasmen in der Stunde ist der Rekord für Männer. Wow. Ja, aber das ist eigentlich wieder der Natur. Kann ich mir kaum vorstellen, 16. Wie kann er seine Eier behalten? Tut das nicht irgendwann weh? Aber krass. Schaffe ich nicht. Ist das denn wirklich wissenschaftlich, also ist das nachgewiesen? Und wie ist dein Rekord? 4 am Tag. Also für Sperma kann er da gar nicht raus. Der größte Penis hat 34 cm und im Normalzustand, also im irrigierten Zustand und 24 im Schlaffen. Das kann nur wehtun. Ui, das ist ja... Also das ist ja genauso schrecklich, wie wenn Leute mit Pferden Sex haben. Wow. 34? Wow, da habe ich ja übertrieben mit den 50 cm. Ja.
Also, da bin ich ja nicht im Blatt. Wer ist das? Rocco Siffredi? Oder wer hat den gerissen? Oder hier? John Holmes? Also, soweit ich weiß, fangen zwischen 21 bis 25 Zentimeter beginnt der Gebärmutterhals bei der Frau. Und alles ab größer tut weh, weil du halt der innen den Gebärmutterhals rammst. Ja, was machst du damit? Der wird ja wahrscheinlich auch dick sein. Das ist halt eine Aubergine. 34, ja. Trotzdem, dann müsste da wahrscheinlich ein bisschen wenig Blut im Körper noch haben, ne? Da würden so manche Frauen kapitulieren. Spätestens beim Analsex, würde ich mal sagen, ne? Der kleinste Penis ist 1 Zentimeter lang. Hast du gesagt? Einen! Es gibt doch so eine Mikropenisse. Also zum Mikropenis sagt man ja eigentlich, alles, was unter 8 Zentimetern liegt, ist ein Mikropenis. Und meine Nägel länger. Der deutsche Durchschnitt der eine Penisgröße der Männer ist traurig. 14,5. So richtig klein, so richtig, richtig, richtig klein. Wahrscheinlich von einem Kaninchen oder so. Ja gut, ne? Zentimeter kürzer und es wäre eine Königin geworden, sagt man ja, oder? Aber wie soll das gehen? Ich meine, sie muss mir ja ganz kleine Finger auch haben und so. Und oder 1,5 Zentimeter weniger und der hätte ein Loch im Bauch. Aber ist die Eichel nicht schon 1 Zentimeter? Bei dem nicht. Hallo? Das kann nicht stimmen. Nee, das kann nicht stimmen. Das möchte ich auch nicht, dass das stimmt. Weil, um diesen Durchschnitt zu erreichen, müssen ja einige so richtige Minischwänze haben. Also, ist ja nicht schlimm, aber dann... ihr Armen... Wie war es nochmal? 1 Zentimeter? Irrigiert. Kommt doch noch nicht viel raus wahrscheinlich so, ne? Ja. Viele Frauen sagen, es kommt nicht auf die Größe an. Ne? Und, aber die Gesichter möchte ich mal sehen, wenn man auspackt und dann... Kommt da 1 Zentimeter. Elisa Sparks hatte 119 Männer? Liebe Lisa Sparks, mit 3x am Ende. Krasse Leistung, echt. 919 Männer innerhalb von 24 Stunden? Also wir müssen echt mal also uns kennenlernen oder so. Weil 919 Männern. Männer. Ich bin ganz durcheinander, also bei 919 Männer. Eklig. Also, ich werde niemals mit so vielen Männern verkehren wollen. Das finde ich schon... Ja, wie soll ich sagen, das hört sich so ein bisschen an wie so ein Schlachthof oder so für mich. Also wirklich wie ein Stück Fleisch und nicht mehr... Das hat nichts mehr mit Intimität und Sex zu tun, finde ich. Das ist einfach nur Massenabfertigung. Okay, da fällt mir einmal ein, dass es sich jetzt unwahrscheinlich anhört, wie als würde man eine Salami in den Hausflur werfen. Und andererseits finde ich es sogar überraschend traurig, weil wenn sie das auf einer Messe gemacht hat, wird sie das für Reichweite höchstwahrscheinlich getan haben. Und da sieht man mal, was Pornodarsteller heutzutage alles machen müssen, um eine gewisse Reichweite zu erreichen. Ich finde, Sex muss man fühlen. Das ist eine Leidenschaft. Und wenn man zu viele Kriterien und Richtlinien festlegt, dann kann das gar nicht mehr richtig stimmen. Dann ist der Sex nicht mehr so, wie man sich den vorstellt oder wie man ihn genießen kann. Weil Sex ist ja eigentlich was, was man genießen sollte. Und wenn man sich nur an Rekorden richtet oder Richtlinien, dann... kann das keinen Spaß machen. Ich finde beim Sex sich messen total bescheuert. Also ich glaube einfach, dass man immer jemanden findet, der im Sex ähnlich ist oder genauso ist von mir aus wie man selber. Vielleicht ist es nicht dein Partner, vielleicht liebst du deinen Partner, aber dein Partner ist im Bett einfach nicht auf deinem Sexlevel. Dann such dir doch einen Partner, der zu diesem Sexlevel passt. Also ich glaube, man muss sich nicht messen, wie lange er jetzt durchhält oder wie doll er durchstartet oder wie toll sie lecken kann, ich weiß nicht. Ich glaube, das sind alles Sachen, wenn der Mensch passt, muss man es einfach nicht messen. Und ich vergleiche auch keinen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen da draußen, muss es denn beim Sex immer so, immer höher, schneller, weiter, größer, noch größer, mega, mega, super, duper sein? Mal die Kirche im Dorf lassen, ganz ehrlich, oder? Qualität statt Quantität, sage ich da nur. Was sind denn eure persönlichen Rekorde? Oder kennt ihr noch andere Sexrekorde? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao, eure Anna.